Im vorigen Weblog haben wir Ihnen den Aufbau und die Modularität unserer Einfachmontagezellen vorgestellt. In diesem Video wollen wir Ihnen einmal zeigen, was der Vorteil unserer modularen Bauweise ist. Beim Start eines neuen Projektes ist die erreichbare Jahresstückzahl oft noch nicht absehbar. Der Schritt zur automatischen Montage ist natürlich eine sehr risikobehaftete Entscheidung und wird somit auch hinausgezögert. Wenn die Entscheidung für eine Automatisierung letztendlich getroffen wurde, kommt es, vor allem in der heutigen Zeit, aufgrund der langen Lieferzeit zu einem häufig großen Ertragsverlust. Mit unserer modularen Bauweise können wir parallel zur Volumensteigerung der Produktion den Automatisierungsgrad schrittweise anpassen und somit Ihr Investitionsrisiko gering halten. Deshalb planen wir zu Beginn unserer Projekte für den optimalen Fall. Das heißt, das neue Produkt wird ein Highrunner und wir gehen von einer vollständig automatisierten Montageanlage als finales Ziel aus. Damit kann schon zu Beginn der Planung das gesamte Produktionsumfeld betrachtet werden. Bei der weiteren Betrachtung setzen wir den Einsatz eines losen, verketteten Werkstückträgersystems voraus. Nehmen wir als Beispiel eine Montagezelle mit 10 notwendigen Prozessen. Je Prozess wird eine Montagezelle benötigt. Somit ergeben sich 10 Montagezellen. Dabei haben Sie die Wahl, in welcher Konstellation Sie einfach, zweifach, fünffach Zellen einsetzen wollen, um die 10 Prozesse abzubilden. Bei der Wahl muss natürlich berücksichtigt werden, ob zukünftig eventuell noch Prozesse hinzukommen könnten. Das ist aber bei der modularen Bauweise kein Problem. Diese lassen sich dann zwischen den Zellen einfach einfügen. Das heißt beispielsweise, wenn Sie irgendwann eine zusätzliche Prüfung einbauen möchten, kann man diese an der gewünschten Stelle in der zusätzlichen Zelle auch mitten in den Prozess ergänzen. Die Größe der Zelle richtet sich nach Ihrer Gegebenheit vor Ort. Wenn es beispielsweise Einschränkungen in der innerbetrieblichen Transportwege gibt, auf die wir achten müssen, zum Beispiel wenn Sie Aufzüge haben, wird auch dementsprechend die Größe der Zelle ausfallen. Dann geht es wieder zurück zum Anfang. Wir schauen uns die Prozesse an, bei denen es sinnvoll ist, sie zu Beginn an zu automatisieren, wie zum Beispiel Schraub-, Schweiß- oder Prüfprozesse, sodass am Anfang vielleicht 2 von 10 Prozessen automatisiert werden. Die restlichen 8 Prozesse werden dann erst einmal manuell ausgeführt. Bei zunehmenden Stückzahlen entscheiden Sie, welche und wie viele Prozesse als nächstes von manuelle in automatische Prozesse umgewandelt werden. Im besten Fall haben wir dann am Ende den zu Beginn geplanten Idealfall realisiert. Aufgrund der modularen Bauweise sind wir natürlich auch in der Lage, auf Ihre Gegebenheiten vor Ort einzugehen. Die Ausführung kann neben linear auch in L-, Z- oder U-Form erfolgen. Bei allen Varianten können Sie entscheiden, ob die Bedien- und Zuführseite sich auf einer Seite befindet. Sollte zum Beispiel aus Platzgründen eine Verkürzung der Anlage erforderlich sein, besteht auch die Möglichkeit, auf beiden Seiten der Zuführung zu platzieren. Das liegt ganz in Ihrer Hand. Wir zeigen Ihnen alle Optionen auf und beraten Sie gern. Bisher habe ich nur von linearen Montageanlagen in verschiedenen Ausführungen berichtet. Natürlich realisieren wir auch Projekte, bei denen der Einsatz von Rundschalttischen die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Dazu liefert Harting ebenfalls das bekannte Zellenkonzept mit den unterschiedlichen Modulen, wie wir es bereits vor der Einzelzelle erkennen. Außerdem gibt es bei uns nicht nur Viereck-, sondern auch Achteckzellen. Damit hat der Bediener eine gute Zugänglichkeit zu den einzelnen Stationen und ihre Fläche in der Produktionshalle wird optimal ausgenutzt. Entsprechend zu Produkt und folglich auch zur Tischgröße sind die Achteckzellen skalierbar, um die vorhin genannten Vorteile durchgängig anzuwenden. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Ausflug in unsere modulare Zellenwelt gefallen. Sollten bei Ihnen Anwendungsfälle bestehen, die Sie gern besprechen möchten, können Sie mich gern kontaktieren. Ich freue mich auf Ihre Nachricht.